Hallo, ich bin hier gerade im Jungbusch in Mannheim unterwegs, auf dem Weg zum Taproom Mannheim. Das ist eine Craft Beer Bar, die ihre Biere on tap, also frisch gezapft, serviert. Und da bin ich mit dem Geschäftsführer Ben verabredet. Ja, ich bin jetzt im Taproom angekommen und ich sitze hier mit dem Ben, dem Geschäftsführer von Taproom, und wir haben uns schon zwei Bier jetzt hier gezapft und wollen jetzt ein bisschen über den Taproom quatschen. Jo. Schön, dass du dabei bist, schön, dass wir hier sein dürfen, ja? Schön, dass ihr da seid. Kannst du mal ein bisschen was über dich erzählen so und über die Bar, wie das Ganze entstanden ist? Ja, also ich bin eigentlich Quereinsteiger, was die Gastronomie betrifft. Ich habe früher was ganz anderes gemacht. Ich habe in der Unternehmensberatung gearbeitet und war auch viel unterwegs. Und da habe ich dann das Thema Craft Beer irgendwann entdeckt. Und ich fand es halt echt geil. Und damals das Zeug einfach hier nirgendwo kriegen konnte, habe ich dann angefangen, mir selber beizubringen, zu brauen. Ach cool, ne? Und dann habe ich mir mein eigenes Bier gebraut. Und das war auch cool. Aber was mich ein bisschen genervt hat, war, dass ich nirgendwo hingehen konnte, wo ich irgendwie die richtig guten Biere kriegen kann, geschweige denn vom Fass. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich's halt, wenn es keiner macht. Ja, und cool. Ja, und jetzt bin ich hier, habe ich hier diese Bar. Und das ist cool. Euren Laden gibt es ja jetzt seit knapp 6 Monaten, glaube ich. Seit genau, wir haben am 4. Anfang Dezember aufgemacht. Ah ja, okay, cool. Wie lange hat denn das gedauert? Also wann seid ihr auf die Idee gekommen, den Laden zu eröffnen? Wie lange habt ihr hier gebaut? Ja, wie ist es entstanden? Also die Idee, die war schon länger da. Mhm. Die Umsetzung war aber schwierig. Ja, gut. Weil wir mussten, als die Idee mal da war, mussten wir halt eine Location dafür finden. Und das hat sich als sehr, sehr schwer herausgestellt. Was ich auch so gar nicht so auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt. Aber das Problem in Deutschland ist einfach, dass die meisten Bars, Restaurants und sonstigen gastronomischen Betriebe Brauereibindungen haben. Okay. Das heißt, entweder gehören die Immobilien der Brauerei oder die haben langfristige Verträge mit Brauereien, Exklusivverträge, dass sozusagen nur deren Bier dann auch ausgeschenkt werden darf. Und mit diesem Konzept ist sowas halt unmöglich. Mhm. Haben deshalb auch so Restaurants immer diese Schilder von irgendeiner Marke draußen hängen? Genau. Oder sowas? Ah, und dann weißt du genau, aha, diese Brauerei steckt da dahinter. Ist auch für die Inhaber teilweise ganz nett, weil die Brauereien auch viel sponsern, Mobiliar und was weiß ich was noch. Aber wie gesagt, das ging bei uns halt nicht. Ja, klar. Und deswegen mussten wir eine Location finden, die Brauerei frei ist. Und da haben wir lang, also ich sag mal so ein knappes Jahr haben wir gesucht. Okay. Und irgendwann sind wir dann hier auf diese Location gestoßen und das war halt ein Jackpot, weil das ganze Konzept passt in den Jungbusch einfach wie Faust auf Auge. Ja, das stimmt. Und das war super. Und dann haben wir hier den Laden übernommen und haben dann innerhalb von 2 Monaten den Laden umgestaltet. Alles auch in Eigenarbeit. Also wir haben hier wirklich, wir haben dieses Crafting hier auch so durchgezogen. Wir haben die Böden selbst gemacht, wir haben die Tische selbst gebaut. Ja, cool. Wir haben, ich sag mal im weitesten Sinne, das Design selbst gemacht. Also niemanden irgendwie engagiert, der das für uns macht. Und ja, und bin echt happy, was dabei rumgekommen ist. Was mich jetzt noch interessieren würde, erläutert mal so ein bisschen das Konzept vom Taproom, weil eure Biere sind ja on tap, also frisch gezapft. Wie viele Biersorten bietet ihr denn an und wie lange sind die da? Ja, also wir haben 12 Biere vom Fass und das sind alles Biere, die halt sogenannte Craft-Biere sind. Das heißt, wir haben hier nie ein Bier, das irgendwie von einer Industriebrauerei stammt. Das okay. ist mal das eine. Das ist schon mal eine Besonderheit an diesem Laden, weil das, so Biere kriegst du sonst in der Regel nicht. Unter anderem eben, weil so viele Läden Brauereibindungen haben. Es ist so, dass diese 12 Biere auch permanenter Rotation unterlegen. Und auch das ist eine Grundidee dieses Ladens. Das heißt,
du kommst hier rein, du siehst die Liste, es gibt diese 12 Biere, du probierst ein bisschen was und wenn du 2 Wochen später wiederkommst, gibt es komplett andere Biere. Es ist also immer anders und immer neu und es soll einfach nie langweilig werden. Die 12, die ihr hier on tap habt, also frisch gezapft aus dem Fass, ist es denn schwer, so an Fässer ranzukommen? Weil, also ich habe jetzt ein bisschen Craft-Beer-Erfahrung, ich kenne es halt aus Flaschen. Ich kenne, es gibt ein paar Craft-Beer-Läden, mittlerweile auch im Supermarkt teilweise. Es gibt so ein paar Craft-Biere, aber immer nur aus der Flasche. Und auch wenn ich eben jetzt auf eine Website gehe von der Brauerei, alles aus der Flasche. Wie schafft ihr das, an die Fässer ranzukommen? Ja, also zunächst mal, warum wir dieses Fassbier so in den Vordergrund stellen, liegt erstmal einfach nur daran, dass Bier aus dem Fass frisch gezapft einfach deutlich geiler schmeckt als aus der Flasche. Und deswegen haben wir auch diese recht fette Zapfanlage hier reingebaut, weil wir wollen, dass die Leute sozusagen the real thing bekommen und nicht das aus der Flasche, wie es mittlerweile ja schon an vielen Stellen erhältlich ist. Diese Fässer hierher zu bekommen, ist in der Tat teilweise nicht so ganz einfach. Wir machen das so, wir arbeiten entweder mit Brauereien direkt zusammen, also meistens innerhalb von Deutschland, aber auch aus Österreich haben wir direkt Kontakte, im Elsass haben wir teilweise schon direkt und in Belgien. Aber das ist die eine Möglichkeit und die andere ist, es gibt Importeure, die oder Distributoren, die verschiedene Craft-Beer-Brauereien aus verschiedenen Ländern bündeln und das Zeug nach Deutschland bringen. Was ich noch ganz interessant finde, ist so als Einsteiger, wenn man hierher kommt, die meisten Deutschen vor allem kennen ja wahrscheinlich nur so ihr Pilz, ihr Weizen. Wenn ich jetzt hier reinkomme, kann ich überhaupt so Unterschiede schmecken? Also, die kannst du in jedem Fall schmecken. Okay. Weil die Unterschiede teilweise schon absolut gravierend sind. Das ist auch die erste Erfahrung, die meisten Newbies, sag ich mal, hier so machen. Die trinken ein Bier, die fragen, was soll ich denn nehmen, dann empfehle ich ihnen mal dieses oder jenes. Und das erleben wir hier fast tagtäglich. Dann trinken die das und sagen, wow, das schmeckt ja überhaupt nicht nach Bier. Was natürlich eigentlich nicht ganz richtig ist, weil natürlich ist es Bier, nur wie du sagtest, in Deutschland ist halt Bier gleich Pilz oder Weizen im Prinzip. Und die Unterschiede in den verschiedenen Stilen, aber auch innerhalb der einzelnen Stile sind schon sehr gravierend. Und das ist dieses Aha-Erlebnis, was viele Leute hier auch haben, dass Bier so eine wahnsinnig große Bandbreite bietet, ist den meisten Leuten gar nicht bewusst. Was mich jetzt am Ende vor allem noch interessieren würde, was trinkst du eigentlich am liebsten? Also das ist nicht so einfach zu beantworten, aber prinzipiell bin ich auch mehr so der Hobby-Typ. Und das heißt, ich mag... Kann ich nachvollziehen. Genau, ich mag diese, gerade diese West Coast, also diese von der amerikanischen Westküste stammenden Biere, die sind so, haben so eine Fruchtigkeit drin, auf die ich sehr abfahre. Ich mag auch total Sauerbiere und ich mag auch Stouts. Es gibt eigentlich fast keine Bierstile, die ich nicht mag. Und welche ich nicht mag, das muss ich ja jetzt nicht sagen. Ja, okay. Gut, dann auf die Worte verabschieden wir uns jetzt, glaube ich. Wir haben schon die Zeit wahrscheinlich überzogen. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass ich das probieren durfte. Ist wirklich wahnsinnig gut. Ja, dann verabschiede ich mich hiermit und ich verabschiede den Ben hiermit. Ja, ciao. Tschüss. Cool.